Willkommen zum Frequent Traveler TV Weekend Update. Es ist die Woche 51, also das Jahr geht fast zu Ende. Auch diese Woche gab es wieder viele Neuigkeiten aus der Welt der Meilen, Punkte und Status. Zum Beispiel wurde das Schnelltestverfahren auf der Strecke München-Hamburg nach 4 Wochen eingestellt, beziehungsweise ist auch ganz gezielt ausgelaufen, also es sollte auch nicht länger gehen. Testlabore sollen nämlich jetzt in die Lufthansa IT mit integriert werden. Und die Lufthansa-Piloten auf der anderen Seite hoffen und setzen auf Teilzeitmodelle. Griechenland zum Beispiel will für Urlauber eine Kurzzeitquarantäne von 3 Tagen einführen. Soll seit gestern so sein, also seit dem 18. Unter anderem haben wir in der heutigen Ausgabe folgende Themen. Die Lufthansa, Swiss First und Business Class Angebote. Das ist auch der Deal. Da werde ich auch gleich etwas mehr eingehen. Damit fangen wir mit dem Deal auch direkt an. Mein Kaufen bei Finnair wieder mal und auch bei British Airways kann man Avios kaufen. Der Highfly 380 geht in Rente. Ihr seht das Herz schon auf der Seite so. Auf der Seite und dann natürlich der Deal der Woche noch mal. Und ihr wisst ja, dass ihr alle Informationen mit den Links auf YouTube in den Shownotes findet. Also, dann lasst uns doch mal direkt in das erste Thema einsteigen. Und zwar hat Lufthansa und Swiss haben First Class und Business Class Partnerangebote. So ist es richtig, schwierigen Satz da gebaut. Und zwar gelten sie ab Helsinki und dem Baltikum, also das wären Tallinn und Riga zum Beispiel. Und da geht es in Ziele nach Asien, nach Afrika, nach Südamerika ab 1.350 Euro. Finnland, Estland, Lettland hatte ich ja gerade gesagt. Und derzeit gibt es diese Angebote, ja, als Partnertarif, das heißt also, dass man zu zweit fliegen muss. Als Beispiele gibt es Ziele wie Bangkok, Dubai, Shanghai und ihr müsst einfach einen Partner finden. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, als ihr meinen Post gesehen hattet mit dem unvergesslichen Erlebnis. Da wollen wir zum Beispiel auch mit mehreren Leuten fliegen, was sehr, sehr schwierig ist, dass man überhaupt 2 Plätze bekommt. Also insofern ein böses Unterfangen, aber wir arbeiten dran. Ja, der Reisezeitraum erstreckt sich bis Dezember 2021, also das heißt, geht absolut problemlos und man kann bis zum 5. Januar 2021 buchen. Und ja, was wollt ihr noch wissen? Es gibt bei der First natürlich die A-Klasse, das heißt also 300% der Meilen und dann sind Ziele, die wie Johannesburg wären so knapp 34.000, paar kaputte, damit wären FTL möglich oder aber, dass man, wenn man das eine der weitesten Strecken nimmt, das wäre dann zum Beispiel nach Sao Paulo, Brasilien, da gibt es fast 50.000 mit dem Executive Bonus. Also da hat man dann den halben Senator direkt requalifiziert. Ja, Mindestaufenthalt sind 6 Tage oder es sind die Nacht von Samstag auf Sonntag vonnöten. Aufenthalt maximal 3 Monate, falls also wirklich jemand sagt, hey, ich möchte wirklich dahin fliegen für länger. Und ja, die muss man dann natürlich suchen. Wie kann ich die suchen? Entweder auf der Lufthansa-Webseite selber finde ich die oder über Google. Da gibt es über Google Flight Search, kann man da auch einige noch finden. Aber ich sage euch wirklich, man sucht sich teilweise die Finger wund. Wenn man den Hinflug in First hat, findet man den Rückflug nicht und umgekehrt. Business Class geht natürlich auch, aber die geben nur 100%, weil die nicht in die CED oder sowas buchen, sondern die gehen halt wirklich in die P-Tarife. Also Preise als Beispiel. Ab Helsinki, da gibt es zum Beispiel Bangkok für 1.350, für 1.380 nach Shanghai, Singapur 1.700, Hongkong 1.900. Ich rede hier von First Class, ne? Pro Person. Das ist echt krass. Und wenn man halt normale Preise guckt, nehmen wir einfach mal so einen Flug von Frankfurt nach Singapur, der liegt locker bei 7.000 Euro und jetzt kriegt man den ab 2.000 Euro problemlos. Wobei Singapur, Burner, ich habe keinen Tarif gefunden. Wenn ihr einen Tarif findet, schreibt es in die Shownotes rein, wo ihr ein Datum findet, weil ich habe für Singapur echt nichts gefunden, weil ich hoffe einfach mal, dass Singapur ab dem Sommer wieder ganz normal zu befliegen ist. Ja, Singapur gibt es dann auch zum Beispiel ab Tallinn für 1.600 Euro pro Person.
Und dann geht es auch weiter über Hongkong zum Beispiel 1650, Sao Paulo hatte ich ja schon genannt, 1650, Buenos Aires 2051, die längste Strecke. Oder auch ab Vilnius genau dieselben Preise, die variieren dann immer je nach Abflug so 50 Euro, mehr oder weniger sowas in dem Dreh ist das. Und dann gehen wir auch direkt schon in die Kurznachrichten. Also wenn ihr Fragen zu dem Deal habt, schreibt sie einfach unten rein, so wie es der Klaus-Peter Knapper getan hat. Die 300% mit Extra-Bonus von FTL oder Zen, also die 25% gehen ja auf den Grundwert. Das heißt also, du bekommst für die Statusmeilen, sage ich jetzt einfach mal aus dem Kopf, weil ich das, es waren 34.000 und etwas nach Johannesburg von Tallinn über Frankfurt aus. Und wenn man die 25% draufzählt, dann sind das so knapp 2.000 pro Strecke nochmal on top, weil es halt wirklich der nicht der gesamte Wert ist, der die 25% kriegt, sondern nur der verminderte Wert. Aber alle anderen Fragen gerne wieder unten rein, gehe ich danach drauf ein. Ja, dann haben wir noch was Lustiges von der Lufthansa-Gruppe und zwar als Dank für 2020 schenkt die Eurowings der Belegschaft ein eigenes Flugzeug. Klingt im ersten Moment geil, ist aber wirklich nur eine Sonderlackierung, die die Piloten, Flugbegleiter, Bodenmitarbeiter würdigt. Und dahin möchte man ein weithin sichtbares Signal für Teamplay in den Krisenzeiten schicken. Und der CEO Jens Bischoff von der Eurowings sagt, unsere Mitarbeiter haben in der Krise außergewöhnlichen Teamgeist bewiesen. Deshalb möchten wir auf außergewöhnliche Weise Danke sagen. Naja, weiß nicht, ob so eine Lackierung pricklig ist. Vielleicht wäre da so ein bisschen Geld ein bisschen besser. Aber man will ja nicht mosern. Also der neue Eurowings-Teamflieger wird ab Februar 2021 europaweit eingesetzt. Ein anderer Meilenstein für die Lufthansa-Gruppe ist die Berliner Flughafensituation und zwar in der Form, weil momentan die Lufthansa Group rund 38% aller Flüge am Hauptstadtflughafen Berlin anbietet. Also das heißt, von insgesamt 1700 An- und Abflügen im November sind um die 650 auf die Lufthansa-Gruppe entfallen und davon hat man wiederum 300 Flüge mit der Eurowings gemacht und haben den größten Anteil. Ja, also die Lufthansa-Gruppe ist wieder die Nummer 1 in Berlin. Das ist etwas, worauf man sehr stolz ist. Das wurde ja auch bei der Eröffnung gesagt von Carsten Spohr, dass das für ihn ein großer Meilenstein sei. Ja, von der LOT haben wir lange nichts mehr gehört, zumindest nichts ja, Positives. Ihr habt ja noch im Gehörgang, was mit der Condor passiert ist. Die Klage läuft, dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber LOT hat Staatshilfe bekommen von insgesamt 630 Millionen Euro. Die Krise dauert, ja, sie dauert einfach länger, als viele gedacht haben. Ich persönlich bin auch nicht von einem zweiten Lockdown ausgegangen. Ich habe gedacht, wir können wieder munter vor uns hinfliegen mit natürlich den nötigen Voraussetzungen, PCR-Test und so weiter und so fort. Aber das ist immer noch nicht der Fall. Und im Moment gibt es ja auch wirklich die Reisewarnung. Man soll nicht fliegen. Und um den kommenden Sommerflugplan aufrechtzuerhalten, soll das Geld fließen. Und die polnische Regierung wird halt die LOT dann mit dem Geld unterstützen. Und wie ist es gekommen? Ganz einfach, man hatte 1 Milliarde beantragt, 630 hat man bekommen, davon sind 230 Millionen eine Kapitalerhöhung und 400 Millionen sind Kredit geworden. So ist das. LOT sind aber in feiner Gesellschaft. Die Finnair hat 400 Millionen bekommen, vorbehaltlich natürlich der Freigabe durch die EU und das finnische Parlament muss da auch noch, ja, sie müssen da einfach zustimmen. Was soll mit dem Geld gemacht werden? Man will 2021 sein internationales Flugnetz wieder aufbauen. Ich gehe davon aus, und man sieht das ja auch an den Preisen bei der Lufthansa, dass es da einen Kampf gibt. Man wird da wirklich um den Markt kämpfen müssen und es wird halt die billigen Preise erstmal geben und gucken, wer da überlebt. Wer nicht überlebt hat, das ist der A380 bei HiFly. Der wurde ja als Prachter umgebaut, heißt also, dass man die Sitze ausgebaut hat und hat aus einem Passagierflugzeug einen Frachter gemacht, das heißt also für leichte Sachen. Und der wird jetzt stillgelegt. HiFly hatte einfach nochmal die Zahlen durchgerechnet, hat gesagt, wir haben ihn nicht wirklich benutzt. Vor Covid war er nicht wirklich benutzt worden, nach Covid ist er nicht benutzt worden. Während sowieso nicht. Also insofern ist der Flieger wieder
zurück nach Toulouse und das Flugzeug, das war mit der Kennzeichen 9 Hotel Mike India Papa. Und da werde ich euch auch nochmal das Bild, was ich anfangs eingeblendet hatte, einblenden, damit ihr einfach mal seht, dass der Flug, der normalerweise 1 Stunde 30 so ungefähr von Portugal nach Toulouse dauert, jetzt 3 Stunden 9 Minuten gedauert hat, also wirklich doppelt so lang. Ganz einfach, warum? Man hat ein Herz über den Atlantik gemalt, aus Dankbarkeit für das Flugzeug und wollte sich damit wirklich nochmal ein bisschen abheben und bedanken. Hat dann nochmal 2 Überflüge gemacht, einmal in Portugal, in Beja, spricht man das aus, und dann in Toulouse. Ja, das zeigt natürlich leider, dass es auch keinen zweiten Markt gibt für den A380. Und bei HiFly war ja mal ein zweiter A380 im Gespräch, der angeschafft werden sollte, aber ist nicht. Die einzigen, die aus Not, weil sie nichts anderes haben, beziehungsweise, ja, ich sag mal, so viele haben, dass sie fliegen müssen und im Moment buchbar sind, wäre wirklich nur der Emirates 380er und von China Southern, an dem man fliegen kann, weil alle anderen 380er sind sogar Langzeit gestored. Bei Lufthansa weiß man nicht, ob er wiederkommt, Etihad weiß man auch nicht, ob er wiederkommt, Korean, Asiana, die haben selber keine Knete, obwohl sie ja jetzt fusionieren. Also insofern, das ist alles ein Riesenproblem. Dann gibt es natürlich auch gute Nachrichten. Ukraine International Airlines will wieder ab dem 28.03. ihr komplettes Netzwerk anbieten. Und der Sommerflugplan, der am 28. März beginnt, soll wirklich das komplette Streckennetz darstellen. Und dann sollen 43 Reiseziele angeflogen werden. Für uns in Deutschland sind interessant Berlin, Düsseldorf und München. Das wären dann Ziele, die da angeflogen werden. Und nun gibt es noch was aus der Hotellerie, aus Meilenpunktenstatus. Der Marriott Bonvoy Statuskunde hat jetzt die Möglichkeit, eine von verschiedenen Promotions zu bekommen. Ich persönlich, ich bin Lifetime Titanium, ich habe gar nichts bekommen, bei mir war es leer. Wahrscheinlich, weil die gedacht haben, der war eh nicht da und wir können ihn auch nicht animieren und wenn er kommt, kommt er halt. Ich weiß es nicht, aber ich habe von einigen unserer Kunden gehört, die haben zum Beispiel Angebote bekommen, wo sie zum Beispiel am ersten Wochenendaufenthalt halt 4.000 Punkte gekriegt haben, beim zweiten sollen sie 6.000 kriegen und beim dritten 8.000. Einige haben sogar Freinächte bekommen, 5.000 Punkte bei Wochenend an aufenthalten, aber dann auch nicht limitiert. Und das gilt dann immer für den Monat, wo man sich zur Aktion angemeldet hat. Ihr habt unten in den Shownotes auf YouTube, das heißt also, wenn ihr auf Facebook schaut, müsst ihr auf YouTube rübergehen, könnt auch gleichzeitig subscriben. Nicht vergessen, und wer auf YouTube ist, auch subscriben. Und da seht ihr unten nochmal den Link, dann könnt ihr selber schauen, was für euch das Angebot ist und ob was dabei ist. Erfahrungsgemäß, die wenig Tage übernachtet haben in letzter Zeit, kriegen die besten Angebote. Lasst mich auch wissen, was ihr für Angebote bekommen habt, damit ihr da das teilen könnt. Vielleicht werden ihr Leute auch neidisch. Ja, was gibt es noch? Finnische Rabatte. Und zwar 40% möchte Finnland Finnair den Finnair Plus Kunden schenken. Ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, wenn man das alte Angebot noch im Kopf hat, wer aber da nicht zugeschlagen hat und noch Punkte kaufen darf. Man darf normalerweise 120.000 Punkte kaufen, darf in dieser Aktion 150.000 Punkte kaufen und erhält aber 40% Rabatt auf dem Normalpreis. Und ganz wichtig, das ist auch eine Möglichkeit, wer nicht geflogen ist, 18 Monate lang die Punkte vorm Verfall zu retten. Normalerweise im Moment verfallen sie ja eh nicht. Also wie rechnet sich das Ganze? 150.000 Punkte sind normalerweise 1.931,25 €, 40% Rabatt sind 772,50 €, schnell abgezogen, sind dann 1.158,75 €, die man zahlen muss. Sind mit 77 Cent pro Punkt, bei der alten Promotion, wo es ja auch Tierpoints gab, waren es 64 Cent. Also wirklich eher nicht kaufen in meinen Augen, aber schaut es euch an, wer es braucht, der kann natürlich gerne zuschlagen. Angebot gilt übrigens bis zum 30. Dezember 2020. Und wie ich schon sagte, das Angebot vorher war besser.
British Airways, da kann man Avios kaufen mit bis zu 30% Rabatt bis zum 2.2.2021. Und wie ihr wisst, kann man bei British Airways maximal 100.000 Avios pro Kalenderjahr kaufen. Im Sale ist das Limit auf 200.000 angehoben worden und mit dem Bonus sind es dann maximal 260.000 Punkte, die man für 3.601 Euro kaufen kann. Wann macht es Sinn? Ganz einfach dann, wenn ihr einen Use Case habt. Warum? Ganz einfach deshalb, Meilen bringen keine Steuern oder irgendwelche anderen Vergünstigungen. Insofern wirklich nur bei Bedarf. Wo kann ich meine Avios am besten benutzen? Langstrecke rate ich eigentlich immer ab, weil die sind relativ teuer. Das heißt also, die Zuschläge, wenn man sie auf Partnerfluggesellschaften bringt, wo die Zuschläge günstiger sind, macht es mehr Sinn oder für innereuropäische Flüge. Und wie immer gibt es natürlich vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, neue Informationen und ab dem 20.12., das ist ja morgen, gibt es neue Risikogebiete. In Estland ist jetzt die Region Pärnu als Risikogebiet, eigentlich fast Estland, ganz Estland, Finnland, gilt auch wieder mehr Regionen dazu, also insofern, da ist zwar auch nicht alles besser und Spanien inklusive der Kanarischen Inseln gilt nun als Risikogebiet. Also wer über Weihnachten dahin fliegen wollte, ist in den Popo gekniffen. Uruguay etwas als exotischeres Ziel ist auch Risikogebiet und natürlich das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Nordirland mit seinem Überseegebiet Bermuda gelten auch als Risikogebiet. Wer nach Bermuda wollte, Quarantäne danach. Kein Risikogebiet gibt es auch, das ist Westgriechenland, ist kein Risikogebiet. Ja, das ist die gute Nachricht. Was noch interessant ist aus der Welt der PCR-Tests ist, wer in Wien zum Beispiel den PCR-Test machen wollte, konnte das machen. Aber jetzt kann man auch ab sofort den Antigen-Schnelltest in dem Health Center am Vienna Port machen. Und die Möglichkeit wird täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr angeboten. Also ihr seht, es war viel los im Bereich Meilenpunkte kaufen, es war viel los im Bereich Covid, gab auch einige Änderungen bei den Flugzeugen. Ihr seht ja, Highfly ist damit ausgeschieden aus der Riege der A380-Betreiber, waren übrigens die einzigen, die in Europa noch einen A380 betrieben haben. Ich kann übrigens auch das Bild wegmachen. Ne? So, ja, das waren wieder die News. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, hey Lars, das hast du verpasst, das hättest du sagen müssen, schreibt es unten rein, lasst es mich wissen. Ich bin gerne für euch da und helfe euch bei anderen Fragen. Und vergesst nicht, auf YouTube rüberzuschalten, damit ihr da einmal das Video natürlich nicht nur liken könnt und subscriben könnt, den Kanal, sondern auch, dass ihr die Links kriegt, die drei Stück, für die Avios kaufen, für die Finnair Meilen kaufen und für Bonvoy. Ich glaube, ich habe das jetzt alles zusammenbekommen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim Frequent Traveler Circle TV und beim Weekend Update der Woche 51. Bis bald. Ciao.